Herzlich willkommen zu unserem DIVAI-Webinar The Future of Commerce – Why is MDM Needed? Heute lernt ihr von unseren Experten Tom Quosch von Stibo Systems und Jan Stöckel von DIVAI, was ein Master Data Management System für euren digitalen Handel leisten kann. Wir kommen zu einer kurzen Vorstellungsrunde. Mein Name ist Angela Meyer und ich bin Teil des DIVAI Marketing Teams und betreue unter anderem unsere Events und Webinare und bin heute eure Moderatorin. Jan und Tom, gerne ein paar Worte zu euch. Ja, auch von mir, Jan Stöckel, mein Name, ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Ich bin bei der DIVAI nun schon fast 20 Jahre und verantwortlich für das Thema E-Commerce und Consulting. Und das Thema Master Data Management begleitet mich grundsätzlich jeden Tag in den Projekten. Und es ist die größte Herausforderung oft, das sicherzustellen, denn das ist maßgeblich für eine gute User Experience. Und warum das so ist, werde ich den ersten Teil des Webinars vorstellen. Und der Tom geht dann etwas in die Details. Tom. Ja, vielen Dank, Jan. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Tom Grosch, bin Senior MDM Consultant in der Rolle als Sales Support in der Dachregion zuständig, arbeite bei Stibo Systems und freue mich, heute hier Ihnen zeigen zu können, was wir leisten können, um Ihre Digital Experience und damit auch Ihren Erfolg im Commerce zu unterstützen. Super, dann übergebe ich nun das Wort an Jan, der mit seiner Präsentation startet und wünsche den Teilnehmern viel Spaß beim Zuhören. Das ja, also sieht gut aus, Bildschirm ist zu sehen, ich bin auch zu sehen. Die Deckplatte haben wir eben schon gesehen von der Angela. Ja, ich wollte die Präsentation und den Einstieg in das Thema mit einer kleinen Studie starten. Die ist in Auftrag gegeben worden von Seagate. Die kennt vielleicht der ein oder andere, ist ein Festplattenhersteller und ein Unternehmen, was sich um das Thema Daten natürlich beschäftigt. Und die haben analysiert, wie die Datenaufkommen grundsätzlich steigen wird. Und man sieht ja sehr schön in der Studie, dass das, ich sage mal, gestartet von 2010 bis mit Vorschau bis 2025 ein exponentielles Wachstum beinhaltet. Das sieht man auch im Endeffekt in seinem täglichen Doing. Jeder weiß, dass in den Jahren die E-Mail-Flut immer weiter steigt, beziehungsweise mittlerweile eher die Messenger-Flut. Und es gibt da auch eine schöne Studie, die jedes Jahr rausgegeben wird, die mal analysiert, was in 60 Sekunden im Internet passiert. Hier mal aufgelegt von 2017. Wo wir zum Beispiel sehen, dass 800.000 hochgeladene Dateien in der Dropbox landen, zum Beispiel, oder in Netflix 87.000 Stunden, also in einer Sekunde gestreamt werden weltweit, oder Snapchat werden auch zu 210.000 Snapchats veröffentlicht. Also man sieht, es sind enorme Datenmengen, die da momentan schon jetzt oder 2017 vonstatten ging. Wenn man das mal mit den aktuellen Zahlen vergleicht, da sieht man da auch eine Verdoppelung, Verdreifachung oder wie bei neuen Tools oder Systemen wie Snapchat, wo das nochmal erheblich gestiegen ist, zum Beispiel auf 2,5 Millionen. Google-Anfragen sind nochmal um über fast 1 Million gestiegen und auch die angesehenen Videoclips auf Netflix haben einen sehr, sehr starken Anstieg erfahren. Das ist also dem begründet, dass die Digitalisierung extrem voranschreitet, sich weltweit natürlich nun mal nicht mehr wegzureden lässt und auch digitale Services zunehmend zum Tragen kommt. Und in dem Rahmen ist natürlich auch der Vertriebsprozess als solcher ein Thema, was zunehmend digitalisiert wird. Dieses Unternehmen beschäftigt sich zwangsweise jetzt auch in der Corona-Krise mit dem Thema, denn wenn der Außendienst nicht mehr zum Kunden kann, nicht mehr beraten kann, dann bleibt im Endeffekt nur Themen wie Telefon oder halt E-Commerce, wo die Geschäftsprozesse abgewickelt werden. Und was das für eine Veränderung hervorruft, das Thema im Vertriebsprozess, möchte ich mal ein Beispiel zeigen. Hier mal ein alter Sales-Prozess dargestellt, ein ganz einfaches Beispiel. Ich kaufe mir einen Fernseher, da ist man oft früher in den Laden gerannt, in den Mediamarkt Saturn oder in einen, vielleicht noch in einen Exportladen um die Ecke. Und der Verkäufer vor Ort hat in der Regel eine Marke im Kopf, die er einen verkaufen will. Das heißt, entweder ist er Samsung, das gewesen oder ein Philips und hat im Endeffekt den Anbieter eingezeigt, den Fernseher, hat dann den erläutert im Detail, hat gesagt, aha, das ist der Fernseher und der Kunde hat in der Regel in dem Zuge auch erklärt, was seine Herausforderung ist, also wo steht der Fernseher, wie weit ist der vielleicht von einem entfernt
Und darauf hat der Verkäufer dann gesagt, ja, wenn Sie im Endeffekt 3 Meter weg sitzen und wollen je gelegentlich noch Fernsehen oder jeden Abend, habe ich dieses Modell für Sie und hat dann im Endeffekt von Samsung das konkrete Modell vorgeschlagen und das Produkt war ausgewählt. Im Internet funktioniert das natürlich nicht ganz so, da verändert sich dieser Prozess und was entscheidend ist, dass im Endeffekt oft der Anbieter an sich, der das Produkt verkauft, am Ende der Kette landet. Das heißt, ein Kunde geht jetzt mit einem Thema ins Netz, am Beispiel Fernseher ist das so, ich gebe ein, ich möchte also einen neuen 47 Zoll TV oder ich möchte einen OLED-TV kaufen und gebe vielleicht noch ein, wie weit ich weg sitze oder habe mir schon Gedanken, wie eben schon erwähnt, zur Größe gemacht und werde dort in der Regel mich entweder über so Ratgeberseiten oder Ansätze wie Stiftung Warentest, also Vergleichsseiten, annähern und erstmal die Produkte an sich miteinander vergleichen. Manche haben das sicherlich auch hier einen Anbieter im Kopf, aber in der Regel passiert das erstmal frei und man tut sich im ersten Augenblick erstmal eher damit beschäftigen, welche Größe hat der Fernseher, will man jetzt OLED, welche Auflösung und so weiter und wird dann über diese ganzen Stufen zwischen Lösung und Produkt sich erst zum Anbieter vorhangeln. Und das ist eine ganz entscheidende Veränderung, die da stattfindet, denn der Anbieter an sich muss jetzt sicherstellen, dass seine Produkte entsprechend im online dargestellt und entsprechend promotionmäßig aufbereitet sind. Das heißt also, das Kaufverhalten ändert sich und ja, dieser neue Sales Funnel wird für alle präsent und die Produkte müssen im Endeffekt lösungsorientiert beschrieben werden. Das heißt, einfache Produktlisten oder Eigenschaften in Tabellenform reichen nicht aus, sondern es muss definiert werden, was für Probleme das Produkt löst. Sicherlich bei einem TV ist es jetzt nicht ganz so kompliziert, aber es gibt sehr schnell im Medizinproduktebereich haben wir Kunden, wo es wirklich darum geht, was für Eigenschaften erfüllt das Produkt, stützt das, durchblutungsfördernd und ähnliches. Aber auch im TV-Bereich ist es halt so, dass beraten werden müssen, wie weit sollte man von dem Fernseher wegsetzen. Das Beispiel hatte ich ja schon gebracht. Oder welche Auflösung bringt das? Eignet er sich eher auf Sport? Eignet er sich vielleicht dafür, um damit Computerspiele oder Konsolenspiele zu spielen und so weiter? Und über diese Inhalte, die im Endeffekt auch jeder anders sucht und danach recherchiert, muss überall Informationen an der geeigneten Stelle zur Verfügung stehen, um dann letztlich überhaupt mit dem eigenen Produkt prominent dargestellt zu werden. Und dann geht es im Endeffekt um das Thema Brand. Da ist es sehr wichtig, dass man sich mit seiner Marke beschäftigt, dass man die vorstellt und auch entsprechend die Werthaltigkeit sicherstellt, dass man auch letztlich als das oder der Anbieter wahrgenommen wird und das eigene Produkt gekauft wird. Und das Ganze im Endeffekt noch über verschiedene Kanäle hinweg und offline spielt auch heute noch eine wichtige Rolle, gerade wenn es vielleicht um den Fernseher geht. Ist es doch da so, dass der ein oder andere sich da ein reales Bild mal anschauen möchte. Und wie so eine typische Customer Journey, nennen wir das, aussieht, habe ich auch mitgebracht. Also man sieht oben die einzelne Phase von Aufmerksamkeit und dass sich jemand mit Consideration, also mit dem Thema beschäftigt, die Akquisitionsphase, die Kaufphase und dann nicht zu verachten natürlich die nachgelagerte Servicephase sowie das ganze Thema Loyalität. Das heißt, am Beispiel unseres TVs wird also jemand recherchieren. In der ersten Phase Awareness hier blau dargestellt, Richtung den Fernseher, will den kaufen und unten ist im Endeffekt Touchpoints rund dargestellt, über der Kontakt mit dem Anbieter oder mit dem Unternehmen, den Online-Shop oder direkt, wie gesagt, mit der Anbieter-Website aufnehmen wird. Der wird also in Google das gegebenenfalls eintragen, dann werden sogenannte AdWords oder Ads abgekürzt, also Werbung eingeblendet. Und der hat die Möglichkeit, direkt auf den Shop seiner Wahl zu gehen und sich über den Fernseher zu informieren. Hat vielleicht Blogbeiträge, die er sich anschaut zu dem Thema, zum Beispiel, wie weit darf man, sollte man von dem Gerät wegsitzen, für was ist das bestens geeignet, für Sport oder für Konsolenspiele. Hat die Möglichkeit, vielleicht auch über Bannerwerbung entsprechende Informationen weiter zu navigieren oder ist vielleicht in gewissen Newslettern drin. Also solche Touchpoints haben wir da identifiziert und passend zu diesen Touchpoints müssen dann entsprechende Inhalte zur Verfügung gestellt werden. Diese Touchpoints ändern sich natürlich über die Phasen hinweg und der Kunde nutzt auch, was man gleich sieht, zum Beispiel in der zweiten Phase vielleicht dann auch mal eine App, ist auf verschiedenen Medien, also auf verschiedenen Devices unterwegs. Das heißt, die Inhalte müssen natürlich passend zu den einzelnen Touchpoints
und zu dieser Phase, in der er sich befindet, bereitgestellt werden. Am Anfang ist es mehr so informatives oder einlesen oder problemlösende Themen und das entwickelt sich dann eher weiter von den Beratenden hin zu den Herausstellungsthemen, warum das Produkt gut ist, Vergleichsthemen, Beratung und spätestens der Akquisitionsphase muss dann alles nochmal gebündelt dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, im besten Fall nochmal Bewertung oder mit im Endeffekt Beispielreferenzen, dass der Kunde letztlich kauft, das dann oft in einem E-Commerce-System oder in einem speziellen Mobile-App und dann erfolgt die Service-Phase hinten dran, denn Service ist und Loyalität ist online besonders wichtig, denn wir wollen ja auch gute Produktrezensionen haben, die dann wiederum im Vorderrhein den Neukauf von anderen Kunden fördern und auch da sollte man den Kunden als unterstützen mit Services ringsum, die Inbetriebnahme zum Beispiel, dass man Tutorials hat. Hier sind nochmal Chatbots aufgeführt. Wir haben auch das Thema Rücksendung, jedenfalls Retouren, wenn es Probleme gibt, dass der Support über verschiedene Kanäle erreichbar ist und letztlich die Loyalität dadurch fördert, indem man den auch entsprechend über Updates informiert von dem Fernseher und auch Bewertungen nachfragt und vielleicht nochmal einen Gutschein hinterher schickt für Zubehör oder ähnliches. Also was lernen wir aus der Folie? Die Touchpoints sind äußerst unterschiedlich, sind kontextbezogen, das heißt, der Kunde macht eine Reise und will auf der Reise verschiedene Informationen an verschiedenen Stellen und das Device übergreifend haben. Ja, also im Endeffekt bewegen wir uns hier in einen Multichannel oder wie wir auch so schön dazu sagen, Omnichannel, wo der Kunde omnipräsent ist und das halt nicht nur auf der digitalen Welt, sondern auch durchaus bei vielen von unseren Kunden im Offline-Bereich, wo wir das mit Digital Signage oder Ähnlichem verbinden. Das heißt also monitoren in den Läden. Was ist da zielführend, um sowas abzubilden? Diese verschiedenen Ausgabekanäle ist ein MDM-System, ein Master Data Management System, was im Endeffekt aus den Rohdaten, aus verschiedenen Quellsystemen hier auf der linken Seite dargestellt, haben wir ein ERP-System, wo eher so Preise und Produktartikelnummern im Endeffekt Rohdaten von Artikeln zur Verfügung steht. Das wird in der Regel angereichert durch Marketing. Wir kaufen die Produkte gegebenenfalls über Händlerstrukturen oder von einem Hersteller ein, der wird uns Informationen liefern, Lieferant vielleicht auch noch andere Themen und wir haben Mediadaten, die im Endeffekt die Videos und auch Bilder da zusätzlich zur Verfügung gestellt werden und die Aufgabe des MDMs ist jetzt genau diese Daten produktspezifisch zu sammeln, jedenfalls zu harmonisieren, also zuzuordnen, anzureichern. Das heißt, in dem MDM arbeitet natürlich dann auch vermehrt Marketing und Vertrieb, um zusätzliche kontextbezogene Elemente einzubauen und dann natürlich als wichtiger Punkt auf die einzelnen Kanäle zu verteilen. Hier mal beispielhaft dargestellt E-Commerce-Systeme, Mobile-Apps, Offline-Kataloge, die im B2B zum Beispiel durchaus noch eine wichtige Rolle spielen, aber auch Point of Sale, also das Ladengeschäft um die Ecke und Marktplätze, die in Deutschland, aber auch speziell im asiatischen Raum eine entscheidende Rolle spielen und da auch bedacht werden sollen. Das sind natürlich nicht alle. Und was sich im Zuge der Digitalisierung sagen lässt, diese verschiedenen Touchpoints erweitern sich ständig. Wir arbeiten mittlerweile in einigen Projekten natürlich auch mit Sprachassistenten zusammen. Und wir sehen hier meine Grafik, die darstellt, also es gibt auch ein exponentielles Wachstum an den Daten, die ein Unternehmen zur Verfügung stellen muss, um eine gute Produktexperience, abgekürzt PX oder das Produkt Experience Management sicherzustellen. Denn es ist nicht nur möglich über diese Standardproduktdaten, sondern wir müssen kontextuell für jede dieser Touchpoints und die sind getrieben durch gewisse Technologien. Ich hatte es hier schon erwähnt, Sprachassistenten. Es gibt Möglichkeiten mittlerweile über mobile Systeme wie zum Beispiel Smartwatches und so Informationen auszuspielen. Es gibt gewisse Datenfeeds und ähnliches und auch die Anbieter von Feeds erwarten spezifische kontextbezogene Informationen. Und der Kunde will heute keine plakative Werbung mehr haben, sondern der will personalisierte Inhalte passend zu sein. Themen. Der Tom wird dann auch im Detail dann nochmal drauf eingehen und einige Beispiele bringen. Also, was ist das Ergebnis? Wir haben also eine Vielzahl an zusätzlichen Informationen, die wir anhand des Produktes anreichern und erstellen müssen. Und dafür ist ein MDM wichtig. Und an der Stelle wird der Angela eine kurze Umfrage starten für mich, um mal rauszukriegen, wie Sie mit dem Thema umgehen, Angela. Genau, und zwar würden wir gerne wissen, wie zufrieden ihr gerade mit eurem internen Managementprozess seid. Ich starte jetzt die Umfrage
Und ihr habt jetzt eine Minute Zeit, hier ja, die Auswahl zu treffen, wie zufrieden ihr gerade mit eurem Managementprozess seid. Es haben schon über die Hälfte gewotet. Das geht schnell. So, noch 10 Sekunden und dann beende ich die Umfrage. Und genau, dann könnt ihr auf die Antworten eingehen. Ich schließe jetzt die Umfrage und würde jetzt mal euch noch die Antworten zeigen, die hier reingekommen sind. Okay, also wir sehen sicherlich eine Gewichtung in Richtung wissen es nicht, beziehungsweise etwas unzufrieden. Das stellt sich dann doch schon mit der Hälfte fast heraus. Also wir sehen hier sicherlich Optimierungsbedarf und was das Schöne ist, im Endeffekt sehen das auch, ist ungefähr das auch das Ergebnis, was andere Studien sagen. Also jeder Dritte ist ungefähr unzufrieden mit seinem Prozess Richtung Master Data Management oder Produktdatenmanagement. Und es ist schön, dass das auch unsere Umfrage hier ungefähr widergespiegelt hat. Wenn nicht sogar, ist es noch etwas schlechter. Und im Endeffekt wollen wir ja hier Impulse geben, wie Sie das verbessern können. Deswegen nehmen Sie auch an unserem Workshop teil. Und wir sagen also immer, wie ich es schon eingangs kurz erwähnt habe, keine gute Customer Experience ohne Produkt Experience, denn im Endeffekt sind die Produktdaten das Thema, wo man den Kunden zum richtigen Produkt führt und ihm auch im Endeffekt die Argumente gibt, das eigene Produkt zu kaufen. Im Schnitt werden 40% auch der Produktivität im Unternehmen ressourcentechnisch durch das Thema gebunden. Das heißt, sie arbeiten im Endeffekt reaktiv und nicht proaktiv an solchen Themen. Und da kann man durch dieses MDM und das Management von Produktdaten natürlich Freiraum schaffen, damit sich die Kollegen eher mit der Vermarktung und Ähnlichem auseinandersetzen. Und ja, so ein MDM liefert also Vorteile. Welche das sind, habe ich hier nochmal für Sie zusammengefasst. Wir haben es ja eben gesehen, es geht um diese kanalspezifische Ausspielung und das halt nicht nur kanalspezifisch, sondern kontextuell. Das heißt, die Produktdaten oder insgesamt Daten werden dann passend zu dem gerade stattfindenden Thema ausgespielt, sei es also von der Aufmerksamkeitsspanne oder von dem anfänglichen Interesse des Kunden bis hin zur Akquisition, werden die passend entsprechend ausgespielt, wenn wir die Informationen haben. Die müssen qualitativ hochwertig dargestellt werden. Wir reden da von sogenannten Golden Record, das heißt, die Daten werden einheitlich als das Quellsystem wird das MDM genutzt, andere Systeme speisen, aber die einzige reale Quelle bildet dann das MDM-System und liefert dann, wie wir es in der vorgehenden Chart gesehen haben, ein externes System aus. Und der Vorteil ist da natürlich, dass das System als einziges immer verfügbar ist. Wir arbeiten häufig da auch mit Cloud-Anwendungen und Ähnlichem, um auch die Performance sicherzustellen. Und der Kunde hat also ein System, dem seine Daten zusammengehalten werden und über externe Systeme angebunden, sei es eigene Systeme wie Onlineshop oder externe Systeme wie E-Procurement-Systeme oder Marktplätze und dergleichen. Ein weiteres wichtiges Thema im internationalen Kontext ist natürlich die Lokalisierung, das heißt die Ausspielung von Artikelinformationen länderspezifisch. Es gibt oft dann auch gesetzliche Vorgaben, die wir da berücksichtigen müssen, Richtung Artikelkennzeichnung oder Urheberrechtsthemen und so weiter. Und auch da bietet ein MDM-System viele Möglichkeiten, das abzubilden. Und sicherlich noch viele weitere Themen, die es da zu berücksichtigen gibt. Aber die wird man dann mit Ihnen gerne auch im Dialog passend auf Ihr Unternehmen arbeiten. Freuen uns da auf Ihre Anfrage. Ja, das Webinar ist ja auch die Zukunft, also Future of Commerce. Deswegen wollen wir auch noch einen kleinen Einblick in die Zukunft geben, welche Technologien werden das Thema Master Data Management zukünftig verändern und vorantreiben und sicherlich hier ein Stück weit auch vereinfachen. Das eine ist natürlich die Datenverwaltung an sich, die mittlerweile durch die Verfügbarkeit von Speicherplätzen sich viel einfacher gestaltet und auch das Thema
Datenquellen, oft sind die Daten heutzutage also digital verfügbar, das vereinfacht uns und das wird auch stetig vorangetrieben, in der Regel von den Unternehmen durch die Digitalisierung. Das wird also dieses Thema weiter vorantreiben. Wir haben das Thema Blockchain, mit dem wir zum Beispiel die Qualität von Daten überprüfen können. Wir können Transaktionen, also wahrheitsgemäße Themen prüfen und da gibt es verschiedene Ansätze, das Blockchain-Thema auch im Bereich MDM mit einzusetzen. Weiter ist natürlich das Thema Cloud. Das heißt also die stetige Verfügbarkeit, wir hatten es eben schon, des Themas Master Data Management in Kombination natürlich dadurch mit einer höheren Skalierbarkeit. Das heißt, wenn also erhöhte Anfragen kommen, lässt sich da bei Cloud-Anwendung schneller reagieren. Und wir haben oft ja dann die meisten Systeme in der Cloud. Das heißt, wir haben da auch End-to-End-Prozesse stetig verfügbar oder hochverfügbar, die uns ermöglichen, die Produkt- oder Produktinformationen immer zur richtigen Zeit in den richtigen Kanal auszuspielen. Assistenzgestützte Prozessautomation, also jeder kennt das, Bots, die für Beratungszwecke zur Verfügung stehen, ist ein wichtiges Thema, was momentan sehr stark Fahrt aufnimmt. Das ist also im Endeffekt der Vertriebsmitarbeiter am Telefon ein Stück weit vorqualifizierte Anfragen bekommt, beziehungsweise der Assistent vielleicht schon die Frage den Kunden übergibt. Da kommt es entsprechend auf eine gute Datenbasis an, beziehungsweise eine Phase, in der man über Menschen mit unterstützen, der Bot mit der Zeit lernt. Aber hier haben wir im Projekt noch schon gute Erfahrung gehabt, um entweder am Anfang wirklich zu klassifizieren, die Anfragen, beziehungsweise auch einfache Themen wie Datensheets und so automatisiert rauszugeben. In dem Zuge kommt natürlich Machine Learning zum Einsatz oft. Das heißt, man versucht über gewisse Strukturen dann schon vorher zu selektieren, was für eine Anfrage könnte der Kunde da stellen. Und wir nutzen Machine Learning auch in dem Bereich Datenerstellung. Das heißt, es gibt Ansätze, Produktdaten automatisiert zu erstellen. Auf Basis eines Datenbank wird da geschaut, welche Produkteigenschaften haben andere Produkte mit ähnlichen Aufbauen. Mit der Zeit lernt dann das System automatisiert, grundlegend Produktdaten anzulegen. Wird sicherlich auch nochmal durch den Freigabeprozess dann freigeben. Aber solche Themen sind in vielen von den MDM- oder PIM-Systemen schon angedacht, beziehungsweise werden in naher Zukunft kommen. Kognitiv, also elektronische Gehirne, geht in die ähnliche Richtung. Das heißt, tiefgreifende Analysen sind möglich, die für Menschen nicht da sind. Das heißt, Eigenschaften können wir von Produktdaten identifizieren, Zusammenhänge. Da geht es viel in das Thema Recommendation, also Empfehlungen. Das heißt, aus Bestandsdaten, wie was hat welcher Kunde gekauft, können wir über kognitive Modelle abbilden, was wird häufig zusammengekauft als ein Beispiel, wie könnte man das promotiontechnisch zukünftig einsetzen und dergleichen. Da wird die Technologie kommt da zum Einsatz. Verarbeitung von natürlicher Sprache ist für unsere Kunden und Kollegen zum Beispiel aus dem Advertising relativ interessant. Den Suchanfragen, die über natürliche Sprache gestellt werden, sind völlig anders, wie wenn man die eingibt. Das heißt, sind eher Fragestellungen, die man dann an den Google-Assistenten oder ähnlich übergibt. Und das bedeutet auch, man muss seine Produktdaten und Antworten da entsprechend aufbereiten. Wir arbeiten da mit BMW an verschiedenen Projekten zusammen, wo wir zum Beispiel so Fragestellungen klären, wie viel PS hat ein 1er BMW oder so, welche die dann im Endeffekt eingegeben werden oder aufgenommen werden, an Google übergeben und wir schauen, dass wir dann Antworten auf BMW-Seiten liefern und der Traffic dann nicht verloren geht. Ja, und zum guter letztes Thema digitale Analyse. Wir hatten es schon im kognitiven Bereich. Auch da gibt es stetige Fortschritte, dadurch, dass wir mittlerweile über Cloud-Anwendungen wie zum Beispiel in Azure halt mit den Daten sehr gut, auch mit sehr großen Datenmengen umgehen können, ermöglicht sich hier auch bessere Analyse über Kaufverhalten, über Beziehungen und dergleichen, die wir dann in den Geschäftsprozessen mit einsetzen können, um da im Endeffekt Ableitungen zu treffen über und bessere Performance Richtung Abverkäufe oder Wiederverkäufe sicherstellen können. Ich komme da mit zum Ende meiner Präsentationsteils und würde jetzt an den Tom übergeben und freue mich da auf den Einblick in das Thema Stibo Systems und wie dort das Thema umgesetzt wird. Davor kommen noch zwei kleine Befragungen, damit der Tom Details oder für Sie spezifischer das Thema erläutern darf. Vielen Genau. Dank.
Danke, Jan. Und zwar würden wir jetzt gerne von den Teilnehmern erstmal noch wissen, ob sie aktuell ein PIM bzw. MDM-System einsetzen in ihrem Unternehmen. Ich starte die nächste Umfrage. Die Zeit läuft. Und genau, Tom wird dann nochmal spezifischer ja, darauf eingehen. Noch 10 Sekunden und dann beende ich die Umfrage. So, das ist jetzt spannend. Also 50-50. Also die Hälfte der Teilnehmer nutzt bereits ein MDM-System und die andere Hälfte nicht. Die muss noch überzeugt werden. Super, ne? Das kriegt man hin. Für all die, die noch keins Denke nutzen und all die, die bereits eins nutzen, zu überzeugen, warum Stevo denn die bessere Wahl ist. mal. Genau, und jetzt kommen wir noch zur letzten Umfrage für die Teilnehmer. Und zwar würden wir noch gerne wissen, aus welcher Branche sie denn kommen. Auch noch 10 Sekunden und dann geht's weiter mit dem Vortrag vom Tom. So, jetzt auch noch hier die Ergebnisse. Also jeweils 17% sind aus dem Bereich Dienstleistungen und Handwerk vertreten oder Finanzen, Versicherung und Immobilien, etwas Handel und aus dem Konsumgüterbereich und ja, die andere Hälfte aus anderen Branchen. So. Perfekt. Ich glaube, da dann haben wir für jeden was dabei. Sehr gut. Dann übergebe ich dir jetzt die Übertragungsrechte, Tom. Jetzt kannst du noch auch deine Präsentation auf den Vollbildmodus machen und dann sollte es Ich habe noch nicht die funktionieren. Okay. Übertragungsrechte. Jetzt. Jetzt. Okay. Perfekt. Super. So, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal. Heute fokussieren wir uns mal nicht um meine Kamera, Entschuldigung dafür, aber auf den Vortrag, wer wir sind, was wir machen, was wir leisten und was wir vor allen Dingen auch für Commerce leisten. Wir sind Stevo Systems und wir sind Multi-Domain Master Data Management. Wir wissen, dass wir nicht die Einzigen sind auf dem Markt, die das von sich behaupten oder sagen, sondern was uns unterscheidet, wir lieben, was wir machen. Wir lieben, was wir machen jeden Tag und wir haben eine lange Geschichte und es gibt es schon seit Jahrzehnten auf dem Markt. Wir sind mal im Print groß geworden. Wir haben Kunden global über den ganzen Globus mit verschiedensten Use Cases und uns freut es jeden Tag, neue Kunden glücklich zu machen. Es geht alles um diese Geschichte. Es geht alles darum, mit unserem hochflexiblen Datenmodell, was wir ihnen bieten in unserem Digital Business Hub, ihr eigenes Business voranzutreiben, ihre Commerce-Aktivitäten voranzutreiben oder aber andere Use Cases bei ihnen zu bewältigen. Ganz kurzer Überblick, wer wir sind, was wir machen. Wir sind eine dänische Company mit ungefähr 20 Offices weltweit. Das heißt, wir sind global da, wo unsere Kunden auch sind. Betreuen derzeit aktuell etwas über 500 Kunden in verschiedenen Branchen mit 700 Mitarbeitern.
Und das Wichtigste ist dabei, wir sind AAA-rated, das heißt vom Risiko her, tiefer geht es eigentlich gar nicht. Das heißt, wir sind eine Stiftung, wir brauchen keine Finanzierungsrunden, wir sind nicht abhängig an irgendwelchen Stakeholders, wir sind eine Stiftung, uns kann man nicht kaufen, uns wird es immer am Markt geben. Und dieses Vertrauen schenken uns auch unsere Kunden und schenken wir auch zurück unseren Kunden und wir entwickeln uns mit unseren Kunden weiter. Das heißt, unsere Kunden sind ein ganz fester Bestandteil unserer gesamten Geschichte, unserer gesamten Weiterentwicklung des Systems. Und das, was wir sehen, über alle Kunden hinweg, und wir haben es gerade auch in der Umfrage gesehen und auch vom Jan gehört, dass nicht nur Daten immer mehr werden, dass nicht nur die Zukunft, die hervorragend aussieht, und die hervorragende Möglichkeiten bietet für jede der verschiedenen Branchen, hier mal rausgenommen vier verschiedene Branchen mit vier verschiedenen Herausforderungen, die es drum, am Ende des Tages liegt immer ein was zugrunde. Am Ende des Tages, jede Herausforderung wird gesteuert von dem Business, das sie umsetzen wollen und von den Daten, mit denen sie ihr Business letztendlich bedienen. Wir von Stivo Systems, wir beweisen es global in unterschiedlichen Größen mit unterschiedlichen Kunden. Hier mal ein kleinerer Auszug unserer aktuellen Kundenliste. Wir haben tolle Kunden wie eine Uvex, wir haben tolle Kunden wie eine Adidas, wir haben kleinere Kunden wie zum Beispiel eine Hygiena, wir haben große Kunden wie eine McDonald's. Wir machen das global und wir beweisen es fast jeden Tag, dass unser System genau dafür ausgelegt ist, um letztendlich jede Herausforderung, die diese Kunden haben, zu meistern. Und wir wachsen mit unseren Kunden, was sehr schön ist. Und was Sie hier sehen können, vor allen Dingen ist, wir haben keinen Fokus auf eine bestimmte Branche. Sie werden auch Logos sehen, vielleicht von Ihnen Mitbewerber, von Ihnen vielleicht auch Zulieferer, mit Ihnen vielleicht Händler, Unternehmen, mit denen Sie vielleicht als Businesspartner zusammenarbeiten. Aber Sie sehen auch Logos von der Automotive-Industrie. Das heißt, wir haben für jede passende Herausforderung die passende Antwort mit unserem System. Und wie wir denn das Spiel ändern können oder was unser Digital Business Hub leisten kann, möchte ich Ihnen jetzt im Folgenden mal zeigen und wie wir da vor allen Dingen auch Ihre Commerce-Aktivitäten steigern können und all das, was der Jan vorher erzählt hat, auch unterstützen, aktiv unterstützen. Das heißt, es geht alles um Daten. Und diese Daten sind entscheidend, um letztendlich auch den allgemeinen Druck zu begegnen, den alle Unternehmen heutzutage ausgesetzt sind. Schauen wir uns mal die Main-Treiber an. Das ist zum Beispiel Experience. Und der Jan hat das schon erwähnt, am Ende des Tages kaufen Kunden auch Richtung Experience. Es geht um Produkt, wie das Produkt dargestellt, wie vollständig ist das Produkt, wenn wir uns auf das Produkt beschränken. Es geht aber auch darum, dass wir uns über Digital Transformation unterhalten. Ich glaube, egal in welche Branche wir schauen, wir stehen alle vor verschiedenen Herausforderungen im Rahmen der Digital Transformation. Es geht aber auch um Agilität. Es geht darum, den Time-to-Market zu beschleunigen. Es geht darum, Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Es geht darum, neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Das heißt, das richtige Produkt mit dem richtigen Preis, zur richtigen Zeit, in der richtigen Zielgruppe. Es geht aber auch um Collaboration, um Zusammenarbeit und aber auch für verschiedene Branchen um Compliance-Anforderungen. Das heißt, Collaboration, unternehmensweit gesteuert in einem System, Chat-Funktionalität, oder über Workflows hinweg, wo sie miteinander arbeiten können, wo sie ganz genau steuern können, letztendlich ihre komplette Value Chain steuern können. Es geht aber auch darum, Transparenz zu schaffen. Und das ist das, was wir uns auch auf die Fahnen schreiben, Datentransparenz. Weil mit Datentransparenz sind sie letztendlich in der Lage, besser mit ihren Daten zu arbeiten, sind in der Lage, besseres Business zu machen und letztendlich auch von ihren Daten zu lernen, was ihre Kunden oder ihre Partner eigentlich wollen. Schauen wir uns mal an, wie das heutzutage bei vielen Unternehmen ja auch aussieht. Wir sehen auf der rechten Seite verschiedene Datendomänen, die in so einem Unternehmen vorliegen. Und Sie sehen hier, wir sprechen hier von Produktdaten, wir sprechen von Kundendaten, wir sprechen aber auch von Referenzdaten, wir sprechen aber auch von Mitarbeiterdaten, Location Data, Supplier Data, Party Data oder Asset Data, Bilder, Videos, all sowas gibt es heutzutage und in Ihrem Unternehmen, und Sie werden es wissen, die Hälfte von Ihnen hat ja ein PIM- und MDM-System, was es bedeutet, diese Daten zusammenzufassen in einem System. Wir reden aber auch von Industriestandards. Wie mache ich das, wenn ich Richtung ETIM, E-Class oder wenn ich BME-Card exportieren möchte? Das heißt, unser Digital Business Hub macht letztendlich, schnappt sich verschiedene Datendomänen aus Ihren Unternehmen. Wir sind in der Lage, in unserem Digital Business Hub diese Datendomain zu vereinen
um letztendlich Ihnen eine Datengrundlage oder wie dieses Passwort immer ist, dieses Single Source of Truth zu gewährleisten. Das heißt, Sie arbeiten an einem Datensatz, um letztendlich mit diesem einen Datensatz Ihre Aktivitäten zu steuern. Es gibt eine ganz schöne Anekdote. Ich war auch Teil meiner Evaluierung und da sagte jemand was ganz Interessantes. Er hat gesagt, wir können den schönsten Ferrari kaufen, die schönste Plattform kaufen. Wir können uns alles ausmalen. Aber was bringt es, wenn das alles letztendlich von dem Esel gezogen wird, weil wir nicht die Kraft haben, diese Plattform mit diesen Informationen zu füttern, weil wir nicht wissen, welche Daten letztendlich wirklich benötigt werden. Und das ist eigentlich, das hat sich ganz schön in den Kopf eingebrannt. Und wenn wir uns auch anschauen, was die Lebenszeit eines Shop-Systems ist, wenn wir uns anschauen, was bedeutet das? Konfiguration versus Entwicklung. Wie lange nutzen unsere Kunden unser System? Lässt sich letztendlich sagen, unser System ist hochskalierbar, hochflexibel, mit Konfiguration, keine Entwicklung. Und hier spreche ich auch von Schnittstellen. Und unser System wird von Kunden ja schon seit Jahren genutzt. Wir haben Kunden wie eine Wirt, die unser System seit Beginn nutzt und auch mit dem System weiter wächst. Wir haben andere Kunden aus anderen Bereichen, wo ich dann später noch näher drauf eingehen möchte. Das heißt, wir führen diese Daten zusammen, das ist ganz wichtig, und wir bilden diese Datengrundlage für Ihr Unternehmen über alle Zweige hinweg. Und da ist es relativ, für uns spielt es keine Rolle, welche Branche, weil schauen wir in die Branche Handel rein, geht es um einzelne SKUs, schauen wir in andere Branchen rein, wie Dienstleistungen, geht es um Services. Das heißt, wenn wir uns diesen Use Case mal anschauen, einen Use Case mal rausgepickt für Sie, zum Thema Omnichannel. Was spielt dafür Omnichannel, um das zu erreichen, um letztendlich diesen Outcome zu haben, den Sie ganz unten sehen, diesen personalisierte Customer Experience über verschiedene Channels hinweg? Welche Datendomänen spielen dafür eine Rolle? Wir haben natürlich einmal das ganze Thema CRM, Customer Data. Wir haben das Thema vielleicht auch andere Customer Data Sources. Wir haben aber das Thema Location. Das heißt, welcher Kunde kauft auf der rechten Seite welches Produkt und wo liegt dieses Produkt, in welchem Warehouse oder in welchem Store? Wo kann ich dieses Produkt verkaufen? Und wäre es nicht schön, wenn wir auch noch wüssten, wie viele Produkte von dieser einen Sorte in welchen Store reinpassen oder welche Kunden häufig in welchen Regionen diese Produkte kaufen? Und das in einem System. Das heißt, was wir hier machen mit unserem Digital Business Hub, wir steuern diese Prozesse, die Sie in der Mitte sehen, diese Acquiring, Managen, wir synergieren diese verschiedenen Datendomain und teilen dieses Master Data in diese verschiedenen Kanäle rein. Und der Jan hat es ganz schön gesagt, es wächst und wächst und wächst. Und wenn wir uns anschauen, wie viele Daten entstehen, wie schnelllebig das auch alles ist, hier nur mal rausgenommen ein paar Kanäle, ob das E-Mail-Kampagnen sind, ob das Social Media ist, ob das eine Website ist, ob das Commerce ist, ob das Ihr interner Support ist, ob das Ihr Loyalty-Programm ist oder ob das der Point of Sale ist, spielt für uns keine Rolle. Wir sind in der Lage, jeden Channel mit dem personalisierten Informationen auf Grundlage verteilter Informationen, die vielleicht bei Ihnen auch vorliegen, zu steuern, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit im richtigen Channel. Das heißt, ein bisschen tiefer geschaut, das war relativ oberflächlich, möchte ich Ihnen einfach mal zeigen, wenn wir uns so eine Product Detail Page anschauen. Schauen wir uns eine Product Detail Page an und alles, was Sie hier orange eingefärbt sehen, sind Daten, die aus unserem System kommen. Sind Daten, die aus einem Stevo Systems kommen. Sie sehen, ganz ungewöhnlich, wir sind in der Lage, die komplette Navigationsstruktur für Ihren Shop mitzumachen. Wie machen wir das? Wir sind in der Lage zu referenzieren. Wir referenzieren in verschiedenen, da können wir in verschiedenen Navigationsstrukturen referenzieren und diese Navigationsstrukturen können sich natürlich aber auch von Land zu Land unterscheiden. Wir sind in der Lage, Ihre Assets zu halten. Hier am Beispiel eines Assets, aber wir sind auch in der Lage, jeden Asset zu halten. Das heißt, jedes Video, jede Beschreibung, 3D-Bilder. Wir haben keine Grenzen im System. Wir sind in der Lage, so Services, Sie sehen es ja, wie Garantieleistung mit dem Produkt zu verknüpfen. Wir sind in der Lage, verschiedene Varianten im System zu halten. Das heißt, wenn wir uns nur diese Seite anschauen, wie viel von dieser Seite eigentlich aus einem Step kommt, aus einem Stevo Systems, ist das schon bemerkenswert. Wenn wir uns dann natürlich anschauen, wo kommen denn die anderen Sachen alle her? Und Sie sehen es hier blau eingefärbt und grün eingefärbt. Als E-Commerce-Data, das letztendlich, was wirklich der Shop macht, oder das, was vom ERP kommt, die transaktionellen Daten, wie zum Beispiel Pricing, oder aber ist es denn in Stock oder out of Stock in dem spezifischen Kontext, dann
sind das Sachen. Aber wenn Sie das entgegenüberstellen und das vergleichen, wie viel Daten letztendlich, wie wichtig das ist, wie viel Daten wir als zentraler Baustein liefern können und wie viel Daten letztendlich aus anderen Systemen kommen, stellt sich schon heraus, dass wir einen Großteil halten. Wir sind darüber hinaus in der Lage, kontextsensitive Informationen auszuspielen. Was bedeutet das? Wir sind in der Lage, wenn Sie zum Beispiel andere Assets oder aufgrund von Reglementierung Assets in bestimmten Ländern mit bestimmten Watermarks versehen müssen, dann halten wir diese Assets abhängig des jeweiligen Landes an einem Record. Wir sind in der Lage, diese Navigationsstrukturen abhängig von verschiedenen Ländern. Wir sind in der Lage, Werte einer Eigenschaft eines Produktes abhängig von verschiedenen Sprachen an einem Objekt zu halten. Und das sind nur ein paar Beispiele, wenn es darum geht, um Kontext. Wenn es aber auch darum geht, um Kontext, reden wir auch immer wieder, wie sieht es denn eigentlich im Live aus? Wenn wir uns auf der linken Seite mal anschauen, so diese traditionelle Seite, die ich Ihnen eben auch gezeigt habe, so diese Produktdetailseite, und auf der rechten Seite, was ist eigentlich Rich Content? Das heißt, dieser Rich Content, früher hieß es immer Content is King, mittlerweile heißt es Context is King, übersetzt den richtigen Kontext im Storytelling, den richtigen Kunden zur richtigen Zeit anbieten, um letztendlich um mein Produkt herum eine Story zu bilden. Jetzt kann man sagen, huh, wie geht denn das oder wo kommt denn das her alles? Wenn wir uns unser System mal anschauen, wir halten diese verschiedenen Multi-Channel-Varianten oder diese Ponzi Designs in unserem System. Uns ist es voll, in unserem System halten sie das und steuern das gezielt Richtung Web, Richtung Mobile, Richtung Facebook oder Instagram aus. Wir sehen das auch so, weil wir ganz oft die Frage bekommen, wie sieht es denn eigentlich aus mit, am Beispiel jetzt hier eines Retailers, wie sieht es denn eigentlich aus mit Datenpflege? Wie kann ich meine Datenpflege vereinfachen? Wir sagen, Data Onboarding is a Service. Geben Sie Ihren Lieferanten doch die Möglichkeit, Ihre Daten in jeglichem Format, vollkommen egal, ob das eine CSV, XML, IDOC oder sonst was ist, JSON, in das System einzuspielen. Das heißt, über entweder manuell, Ihr Lieferant loggt sich ein und macht per Track and Top seine Liste hoch, oder aber über eine Webservice-Anbindung direkt seine Produkte Ihnen anzubieten. Gesteuert wird das alles über einen integrierten Workflow-Manager. Das heißt, wir haben im System konfigurierbar einen integrierten Workflow-Manager, wo Sie dann ganz klar, sehen Sie auf der rechten Seite, verschiedene Source-Records von verschiedenen Händlern haben. Aber vielleicht bieten Ihnen verschiedene Lieferanten dasselbe Produkt an. Aber es ist ja interessant, einen Record zu haben, und hier haben wir diesen Golden Record, der diese Informationen hält. Und wenn wir uns überlegen, dieses Data Onboarding as a Service, wenn Sie diese eine Information haben und genau sagen können, nicht nur sagen können, lieber Händler, du darfst dieses Produkt anbieten oder nicht, sondern Sie können auch steuern, ab wann denn dieser Händler Ihnen diese Produkte anbieten darf. Da muss mindestens zum Beispiel einfach gesprochen zwei Bilder dran, eine Langbeschreibung, eine Kurzbeschreibung, folgende Attribute müssen ausgepflegt sein und erst dann kann dieser Händler Ihnen diese Informationen geben. Das vereinfacht natürlich auch Ihren Prozess innerhalb des Systems oder innerhalb des gesamten Publishings enorm. Immer wieder ist auch das Thema, ich habe es angesprochen, für uns spielt es keine Rolle, welche Domain. Wenn wir uns die Kundendaten mal anschauen, sicherlich ist es interessant, diesen einen Kunden zu kennen, wie jetzt hier diese Anna Maria Cashido. Aber für uns ist es auch interessant zu wissen, wer ist denn ihr, zum Beispiel jetzt hier an dem Beispiel Ehemann oder Freunde oder aber Kollegen. Das heißt, wir können in unserem System nicht nur verschiedene Hierarchien von verschiedenen Unternehmensstrukturen automatisiert aufbauen anhand von Informationen, wo Sie dann lernen können und Ihr Vertrieb lernen kann, ich habe den Datensatz dieser Person, vielleicht wäre es auch interessant, wenn ich mit dieser Person rede, weil es vielleicht der übergeordnete Manager ist. Sie sehen aber auch, dass zu jeder dieses Datensatzes unterschiedliche Quellen herrschen, egal ob das ein CRM ist, ob das verschiedene ERP-Systeme sind, ob das verschiedene Shop-Systeme sind, die letztendlich Informationen zu diesem Datensatz liefern. Wäre doch schön, wenn wir wüssten, was ist denn wirklich die Adresse? Und diesen einfachen Use Case Adresse mal nehmen und wir schauen uns einfach an, wie sich die Adressen oder die Gliederung der Adressen pro Land unterscheiden und welche Zusatzinformationen manche Länder vielleicht auch global betrachtet benötigen, um letztendlich eine Adresse zu haben, ist das schon enorm. Wir sind in der Lage, in unserem System, in unserem Digital Business Hub diese Adresse zu validieren. Und zu sagen, das ist die wirkliche Adresse des Kunden anhand von verschiedenen Informationen, die wir in das System kriegen. Wie sieht so ein Kunde bei uns im System aus? Hier ein Beispiel von unserer Oberfläche.
Diese Oberflächen sind darüber hinaus frei konfigurierbar. Das heißt, Sie entscheiden als Nutzer, wie diese Oberflächen aussehen sollen. Das ist eine Idee, die wir haben von einem Kunden. Und Sie sehen, wir halten an den Kunden ein Asset, ein Bild, wir halten an den Kunden verschiedene Kontaktadressen. Wir halten aber auch an den Kunden Präferenzen. Was ist seine präferierte E-Mail-Adresse, wie wir ihn erreichen können? Was ist seine präferierte Telefonnummer oder dürfen wir ihn überhaupt per Telefon kontaktieren? Wir halten aber auch an diesen Kunden zum Beispiel, was sind die bevorzugten Payment-Methoden? Was hat er für favorierte Produkte? Wie ist der Risikoscore dieses Kunden, das Ausfallrisiko? Wir halten aber auch an diesen Kunden, Sie sehen es im oberen Bereich in den Tab, da steht GDPR. Das heißt, wir wissen alle, dass im Rahmen des GDPRs gewisse Voraussetzungen zu erfüllen sind, die wir einhalten müssen. Das heißt, wenn wir einen Datensatz löschen müssen, dann wissen wir, wo die einzelnen Daten herkommen und können diese Informationen an alle Umsysteme geben, damit sie letztendlich wirklich feststellen können, ist dieser Datensatz gelöscht oder nicht. Wie stellen wir aber diesen Überblick dar? Hier mal ein anderes Beispiel eines bekannten Produktes, eines MacBooks. Sie sehen in Rot verschiedene Lieferanten, die uns dieses MacBook anbieten. Sie sehen in Blau verschiedene Stores oder wo wir dieses Produkt anbieten. Wäre doch, hier halten wir nicht nur den Namen und Adresse des Stores, hier halten wir auch den Einrichtungsplan dieser Stores, hier halten wir, wo dieses Produkt und wo platziert wird, hier halten wir aber auch in Orange verschiedene Services an diesem Produkt, wie zum Beispiel das Apple Care Plus Paket. Das halten wir alles am Produkt und wir können das in einer Unmenge erweitern oder einschränken. Es ist immer schön, wenn man das für alles darstellen kann, aber Messung, am Ende des Tages zählen da auch KPIs, auch für Ihr Business. Das heißt, wir sind in der Lage, in unserem System auch KPIs darzustellen und Messungen durchzuführen. Wie gut verkauft sich dieses Produkt in folgenden Ländern oder in diesem Land? Wie gut verkauft sich das Produkt über eine bestimmte Zeit? Wie gut ist die Qualität der Lieferantendaten, die ich für dieses Produkt bekomme? Was muss ich vielleicht ändern? Was ist das Feedback der Kunden für dieses Produkt, was ich vielleicht ändern muss? Wie kam diese Marketingkampagne an zu den Kunden? Hier haben Sie unheimlich viele Möglichkeiten, wie Sie letztendlich Qualität Ihrer Daten domainweit über das gesamte Unternehmen messen können. Das heißt, auf den Punkt gebracht, weg von diesen Silos im Unternehmen hin zu einem wirklichen Multi-Domain Master Data Management mit unserem Digital Business Hub, wo Sie alle Ihre Domain in einen zentralen Punkt, ein zentraler Einstiegspunkt für Ihr Business handeln können, um letztendlich auch die beste Experience gezielt kundenspezifisch zum Beispiel über Commerce darzustellen. Ein Commerce-System ist immer nur so stark wie die Daten, die es bekommt. Und wir sind in der Lage, das Commerce-System mit jeglichen Daten zu füttern, um letztendlich die beste Customer Experience oder Digital Experience zu erreichen. Ganz oft ist auch die Frage, wie starte ich denn? Oder was muss ich denn machen? Das heißt, wir hören auch ganz oft von Kunden, ich fange lieber mit einem PIM-System an. Und Stibo Systems ist kein PIM-System. Das stimmt aber nicht. Wir sind im Grunde im PIM-System. Wir haben ein flexibles Datenmodell. Wir können alle Entitäten darstellen. Das heißt, mit uns starten Sie als PIM-System. Und wir sind vergleichbar mit jedem anderen PIM-System. Da schauen wir keinen Vergleich, sondern mit uns haben Sie auch die Skalierbarkeit in Richtung Zukunft. Egal, was Sie in Zukunft machen möchten. Sie können es in unserem Digital Business Hub machen. Und glauben Sie mir doch nicht, schauen sich unsere Kunden an, sie machen es heute schon. Ich habe auch ein paar Beispiele gleich dafür. Das heißt, wie fange ich an? Und kann ich überhaupt auch mit einem Stibo kleine Ansätze fahren? Ja, das geht. Das heißt, wir können mit uns krabbeln, sie können mit uns laufen und sie können mit uns rennen. Und wir sind uns einig, und das erzähle ich nicht, die Geschichte, sie werden nicht von Anfang an die bestmögliche Datenqualität haben. Sie werden nicht von Anfang an hin zu dem Multi-Domain-Master-Data-Management gehen. Sie fangen vielleicht an mit der Product-Domain für PIM. Sie gehen weiter Richtung Customer und verbinden dann ihren Kunden mit dem Produkt. Und letztendlich optimieren sie und lernen aus den Daten. Wir haben Funktionalitäten Richtung KI, künstliche Intelligenzen. Wir sind in der Lage, automatische Klassifikationen durchzuführen. Wir sind in der Lage, jeglichen Industriestandards out of the box zu unterstützen. Wir sind in der Lage, Konfiguration statt Entwicklung. Das heißt, mit uns lernen sie, und das ist uns wichtig, der Kunde relativ früh. Und vor allen Dingen sind wir besonders stolz drauf, nicht nur auf unsere Kunden, sondern auf unsere Partner. Wir haben ein großes Partnernetzwerk wie die DIVAE, mit dem ich heute das Webinar machen kann, wo wir sehr stolz drauf sind, als Partner zu haben, die letztendlich auch die Implementierung treiben,
immer mit Stevo Systems als Partner. Und letztendlich ist es ein Dreiergespann, wie ein Shared Success Model, möchte ich sagen. Das heißt, dieses Dreiergespann aus Partner, Vendor oder und Stevo Systems und Sie als Kunden ergibt letztendlich die bestmögliche Erfahrung, letztendlich auch den Erfolg. Ich kann natürlich viel reden und wir können Ihnen viel erzählen. Unsere beste Referenz sind unsere Kunden. Das heißt, gucken wir uns ein paar Kunden an in Richtung Skalierbarkeit gedacht. Nehmen wir BOL.com als Marketplace, wo wir jeden Tag Millionen von Daten durch diesen Marketplace treiben. Jeden Tag. Und hier, das sind keine ausgedachten Statements, das sind richtige Statements von unseren Kunden, dass wir wirken lassen können, wo die Kunden sagen, dank Stevo Systems konnten wir unsere Sales steigern und wir haben eine skalierbare Lösung. Im Bereich Marketplace, aber auch im Bereich Banken. Banken auch ganz interessant, Finance-Welt, hier mit dem Beispiel die Royal Bank of London, wo verschiedene 9, oder genau gesagt 9,1 Millionen Versicherungsnehmer und 3000 Beschäftigte in den Systemen sind. Und ich mache immer wieder, Sie werden vielleicht auch aus Ihren eigenen Erfahrungen es kennen, Versicherungen. Ich finde, ich hatte letztens erst wieder den Fall, wenn mein Versicherungsmann nicht weiß, dass ich vielleicht noch andere Versicherungen habe und er mir vielleicht noch mehr Versicherungen anbieten kann, weil er vielleicht auch mitgekriegt hat, Mensch, der Tom hat vielleicht eine kleine Tochter, vielleicht braucht die ja auch eine Versicherung. Das heißt, es gibt unzählige Möglichkeiten in jeder Branche, wie Sie letztendlich Ihr Businessmodell erweitern können. Ein anderer schöner Kunde ist auch Virtuals. Virtuals nutzt unser System als Multi-Domain, als richtiges Multi-Domain. Das heißt, Virtuals nutzt unser System. Virtuals hat 26 Länder, sind in 26 Ländern aktiv, hat über 350 Geschäfte und 1500 Shops und Shops-Geschäfte. Unser System ordnet nicht nur die Produkte, steuert nicht nur Produkte, sondern in diesen Systemen, bei Virtuals liegen alle Bilder, Dokumente, Verträge, Urkunden, regulatorische und Qualitätsanforderungen, liegen die Sortimente, liegen die Preise, die Lieferanten werden kontrolliert, die Kundendaten verwaltet und sogar die Einrichtung dieser einzelnen Panels, die Sie in dem Laden sehen, kommt aus dem Step. Das heißt, wir haben unzählige Möglichkeiten. Nutzen Sie die Chance, gehen Sie den Weg, wenden Sie sich an die DWE. Wir sind, geben Sie Ihre Use Cases. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle Ihre Use Cases Ihnen zumindest eine Idee oder einen Weg weisen können, was denn möglich wäre in Zukunft. Auf den Punkt gebracht, Sie erhalten größeren Customer Insights und Fokus mit unserem System. Sie können unser System nahtlos in Ihre bestehende Landschaft integrieren. Sie optimieren Ihren End-to-End-Prozess mit unserem System durch die Verwaltung einer Data Foundation über alle Domains hinweg und alles auf einer Plattform. Das heißt, Sie brauchen keine weiteren Systeme mehr. Allein der Gedanke, was Sie sparen in Ihrer Infrastruktur, aber auch alles auf einer Plattform und letztendlich auch für Commerce, um den größtmögliche Customer Experience zu erreichen. Ja, das beendet mein Teil. Und ich freue mich jetzt auf Fragen. Ja, danke Jan und Tom für eure Insights zu MDM-Systemen. Und jetzt starten wir genau mit der Fragerunde. Und ihr könnt gerne eure Fragen über die Fragebox stellen. Und ich starte jetzt mal mit den ersten Fragen, die bereits reingekommen sind während des Webinars. Und ein Teilnehmer möchte wissen, was das führende System wäre, ERP oder MDM? Ja, eine super Frage. Sowohl das auch. Es hängt von Ihrer Strategie ab. Wir haben Kunden, die haben Step, das heißt, das Produkt oder der Datensatz fängt im Step an zu leben und geht dann parallel gesteuert über den integrierten Workflow an das ERP, holen uns die Artikelnummer zurück und parallel dazu geht aber schon die Anreicherung weiter. Es gibt Kunden, die sagen, wir nehmen ERP als führendes System, als für die Produktanlage, alles im ERP und das ERP spielt dann Richtung aus. Wir sind eins der Systeme auf dem Markt, die über eine zertifizierte SAP-Schnittstelle, von SAP zertifizierte Schnittstelle verfügen, nicht nur einen Connector. Das heißt, es liegt an Ihrer Strategie. ERP führend oder Step führend, aber dabei kann Ihnen auch die DWE helfen, das zu identifizieren. Beides ist möglich. Genau, würde ich auch sagen, Tom, es ist immer eine Mischung auch oft in den Projekten. Es gibt also
Daten wie Preise, die oft über ein ERP-System ermittelt werden, und Verfügbarkeiten und wiederum, ich sag mal, eher marketingrelevante oder kontextspezifische Informationen führt in der Regel ein Produktmanagementsystem wie STEP oder das MDM-System. Aber wie gesagt, gibt es verschiedene Szenarien, beraten wir Sie gern. Ihr habt gerade auch STEP erwähnt. Hier möchte auch ein Teilnehmer wissen, wo denn der Mehrwert liegt vom Kundenhandling im STEP, wenn er bereits ein CRM hat. Hervorragende Frage. Wir sind keine Konkurrenz zu einem CRM-System. Im Gegenteil, wir haben eine Partnerschaft mit Microsoft und Salesforce. Das heißt, machen Sie den Test, gehen Sie in Ihr CRM-System und schauen Sie mal, wie viele Datensätze vielleicht Duplikate sind und was das dauert, diese zu bereinigen. Wir sehen uns dahinter, ähnlich wie beim Commerce-System. Wir holen uns diese Datensätze, deduplizieren diese Datensätze und geben diese Datensätze als einen Datensatz wieder an das CRM aus, damit dann weitergearbeitet werden kann und letztendlich auch der Vertriebsmitarbeiter nicht suchen muss, wie heißt denn jetzt der Kunde richtig, mit AG, ohne AG, mit GmbH, ohne GmbH, sondern wir geben den Datensatz raus, damit Ihr Vertrieb auch besser arbeiten kann oder Ihre Kampagnen. Dann nehme ich hier die nächste Frage mit auf. Ist das MDM-System als Software as a Service oder On-Premise verfügbar? Wir geben Ihnen die Möglichkeit, sowohl On-Premise als auch SaaS, Software as a Service. Hierbei sind wir relativ frei, ob Sie in Azure oder in AWS hosten möchten. Sie haben die Wahl bei uns. Und hier möchte auch ein Teilnehmer ganz konkret wissen, wie viele Daten denn Stevo-Systems verarbeiten kann. Millionen. Wir versuchen selber noch die Grenze zu finden. Ich habe ein Beispiel gebracht mit BOL, die mehrere Millionen Datensätze im Step verwalten. Wir haben auch jetzt vor kurzem durchführen lassen einen Skalierbarkeitsreport, den Ihnen dann auch die DWE zukommen lassen kann, wo Sie dann auch sehen, was unsere Plattform eigentlich aushält und wie robust diese Plattform ist. So, und jetzt ganz vom Anfang, wo startet man denn am besten ein Projekt? Ein MDM-Projekt? Ja. Am besten, man startet mit der Auswahl des richtigen Partners, mit der DWE, aber man startet auch damit zu identifizieren, was ist der Business Case? Was will ich erreichen? Wo will ich hin eigentlich? Was will ich, und versucht das dann natürlich auch irgendwo messbar zu machen. Man startet auch damit, was sind die Erwartungen? Man versucht vielleicht auch Umfragen, auch mit Hilfe des Partners durchzuführen. Was erwartet eigentlich mein Kunde von mir? Man startet damit zu identifizieren, wo liegen denn eigentlich die Daten heute? Wollen Sie das nicht selber machen? Haben wir natürlich ein Vorgehen, was wir mit unserem Partner gemeinsam dann in den Projekten machen, wie der DWE. Wir helfen Ihnen dabei, sowohl bei der Messung des ROIs oder bei der Identifizierung des jeweiligen ROIs, als auch bei der Identifizierung und Erstellung des Business Cases, natürlich auch für das eigene Commitment oder interne Commitment, als auch bei der Identifikation von Datensilos oder die große Vision dahinter. Okay, dann danke ich jetzt an die Teilnehmer für die zahlreichen Fragen. Und falls noch weitere Fragen jetzt noch im Nachgang euch einfallen, meldet euch gerne bei unserem Sales-Ansprechpartner Guido Juchert. Kontaktiert gerne Guido direkt per Telefon oder per Mail. Er steht für alle weiteren Fragen euch zur Verfügung und freut sich, das Thema rund um MDM-Systeme mit euch zu vertiefen. Selbstverständlich stellen wir außerdem die Aufzeichnung und die Präsentation im Nachgang zur Verfügung. Ein Hinweis noch zu unseren weiteren Webinaren, die wir wöchentlich veranstalten.
Und zum Beispiel am 9. September findet unser gemeinsames Webinar mit Spryker statt. Alexander Graf von Spryker und unsere Spryker-Expertin Janine Pose von DWI decken gemeinsam 10 Mythen rund um Spryker auf. Das Webinar wird sehr spannend. Wir freuen uns auf eure Teilnahme. Und jetzt danke ich noch euch zwei, Tom und Jan, für eure Zeit und für euren Input. Es war spannend und ja, wünsche allen noch einen schönen Nachmittag und sage bis zum nächsten Mal. Ja, auch von mir. Vielen Vielen Dank. Dank. Ciao. Ciao. Tschüss.